Das ist super, Lockwirkung pur. Die Fische nehmen immer noch nicht viel Futter auf. Wie ihr bei solchen Temperaturen hier Fische fangen könnt, kleiner Futterplatz. Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hals, Maul, da weiß noch was und einem neuen kleinen Vlog. Ihr seht, es ist Nacht, ich bin erfolgreich gewesen und wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen wunderschönen Fisch und einen weiteren kleinen Spiegler überlisten konnte, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn ich möchte euch heute mal erläutern, wie ich bei kalten Temperaturen, jetzt hier Minusgrade im Februar, erfolgreich meine Fische fange. Bleibt dran! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, Leute. Ihr habt schon gesehen, die Nacht, die vergangen ist, hat Fisch gebracht. Zwei wunderschöne Fische konnte ich fangen. Beim ersten hat leider das Mikro nicht funktioniert, da war ich noch etwas verpennt. Deshalb habt ihr jetzt nur den zweiten im Video gesehen. Und wie ich euch schon gesagt habe, möchte ich euch natürlich mal vorstellen, wie ich jetzt hier im Februar bei kalten Temperaturen, wir haben jetzt heute früh immer noch minus 1 Grad hier, also es ist sackenkalt, zum Glück habe ich die Zeltheizung dabei, wie ihr bei solchen Temperaturen hier Fische fangen könnt, möchte euch mal zeigen, was für Montagen ich fische, wie ich meine Köder anbiete, was ich fütter und was ich euch noch an kleinen Tipps geben kann, um an euren Gewässern zum Fisch zu kommen. Natürlich ist immer ganz wichtig auch zu wissen, wo die Fische sich zu der Jahreszeit aufhalten. Also Gewässerkenntnis ist eigentlich so Punkt Nummer 1, denn ich kann den besten Köder haben, wenn ich ihn einfach irgendwo ins Wasser reinballer. Ist egal, wenn da kein Fisch ist oder kein Fisch vorbeikommt, dann fange ich da auch keinen Fisch. Ich habe hier jetzt für die Session mein Hausgewässer gewählt, weil ich mich eben hier auskenne und weiß, wo die Fische sich im Winter aufhalten, hier in den Totholzbereichen, und stelle den Fischen hier mit dieser relativ einfachen Montage nach. Das ist jetzt hier ein Pop-Up-Boilie, ein einzelner 16 mm. Der wird gleich noch mit einer Baitpaste ummantelt. Und die Baitpaste, wie ihr seht, habe ich hier schon an meinem Blei angebracht. Davon kommt hier immer ein bisschen was um mein Blei drumherum. Das Vorfach ist relativ kurz gehalten, wie ihr seht. Den werde ich jetzt noch ummanteln. An der anderen Route ist das identische Rig, die identische Montage dran. Nur der Boilie wird nicht ummantelt, sondern ich habe hier noch ein paar eingelegte Pop-Ups. An der anderen Route habe ich ein 16 mm Pop-Up einfach als eingelegte Variante dran gebastelt. That's it. Das sind meine Montagen, die ich fische. Allerdings fische ich die jetzt nicht so solo, sondern ich habe mir PVA-Säcke vorgebunden. Relativ klein, wie ihr seht. Das reicht vollkommen aus. Ich brauche hier nicht viel Futter und ich habe beim Werfen sonst auch zu viel Windwiderstand und ich möchte ja wirklich gezielt an meine Plätze schmeißen. Gleich kommt noch ein bisschen Baitpaste um den Boilie drum. Maisstärke-Schaum hier drauf, damit der Haken nichts aufsammelt beim Wurf und beim Absinken. Und das ist es. Ich mache jetzt mal den Boilie noch bereit mit der Baitpaste. Natürlich passend zum Boilie gewählt, die Paste, ne? In derselben Geschmacksrichtung jetzt hier. Maispaste und der Maisboilie. Super Ding. Genau diese Route hat mir auch heute Nacht die Fische gebracht, also die mit dem ummantelten Pop-Up-Boilie. Aber ich muss auch sagen, die lag näher am Holz dran. Ihr habt es vielleicht ja eben schon in den Aufnahmen gesehen, wir haben jetzt hier ein bisschen Eis. Also bei den minus 2 Grad, die wir heute Nacht hatten, ist das Gewässer leider zugefroren. Aber es ist eine dünne Eisschicht, also alles schick. Und auf der Seite, auf der ich jetzt fische, ist auch schon wieder alles weg. Da kann ich jetzt auch ganz entspannt auswerfen, ohne Probleme. Und es sollen heute 10 Grad werden, ne? Also von minus 2 auf 10. Super geil. Und ich denke mal, das taut jetzt hier in den nächsten 1-2 Stündchen weg. Und so sieht dann die Montage aus, ne? Mein Boilie, der Haken hier versteckt in der Maisstärke, mein PVA-Sack, mein ummanteltes Blei. Das ist super,
Lockwirkung pur am Hakenköder, ne? Durch den PVA-Sack, der direkt am Hakenköder liegt, aber auch durch die Baitpaste um den Boilie, um das Blei, die richtig schön unter Wasser arbeiten. Das ist richtig geil. Die andere Montage sieht exakt genauso aus, nur der Boilie ist halt nur ein gesaugter und nicht ummantelt. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie ich hier meine PVA-Säcke vorbereite. Aber ich glaube, zuerst werde ich mal diese Route jetzt hier neu legen, werde dann nochmal füttern. Ich muss nämlich auch hier in die Warthose. Das ist alles hier gar nicht so einfach, das Auslegen von den Montagen. Also wir sehen uns gleich, wenn ich euch nochmal zeige, was in meinem PVA-Mix so alles drin ist und wie ich da PVA-Säcke mache. Einen wunderschönen guten Morgen. Neues Gewässer, neuer Tag. Ich bin nochmal eine andere Nacht jetzt hier rausgefahren. Ich habe es beim letzten Mal nicht geschafft, das Video für euch zu vollenden. Ich wollte euch ja nochmal zeigen, wie ich das genau mit dem PVA jetzt hier im Winter angehe. Ich war eine Nacht jetzt hier am Wasser, an einem Teich, den ich noch nicht so gut kenne. Habe es jetzt hier auch nochmal versucht. Hat nicht funktioniert. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich das mit meinem PVA alles vorbereite. Dafür brauche ich als allererstes ein Behältnis, in dem ich so ein bisschen rummatschen kann, meinen Stickmix zusammenrühren. Denn das ist eine ganz schön eklige Sache jetzt hier, weil im Winter benutze ich, um wirklich eine Top-Attraktivität unter Wasser zu erreichen, natürlich auch viel Liquid bei der Sache mit dran. Deshalb solltet ihr irgendwas nehmen, in dem ihr euch das Ganze ein bisschen anrühren könnt. Ich habe jetzt hier von meiner Thermoskanne den Deckel genommen. Kann ich jetzt zwar keinen Tee mehr draus trinken, aber hatte jetzt nichts anderes bei. Reicht vollkommen aus. Ne? Ich brauche jetzt nicht viel, denn das ist so das erste Ding bei der Sache. Meine PVA-Säcke, die ich mir jetzt hier im Winter und auch im zeitigen Frühjahr binde, sind relativ klein. Ne? Die Fische nehmen immer noch nicht viel Futter auf. Ich will sie nicht sättigen, sondern mein Hakenköder soll ja am Ende auch noch den Weg ins Maul reinfinden. Deshalb klein, wenig Menge, aber top attraktiv, ne? Deshalb ein bisschen Gematze hier. Dann habe ich mir hier jetzt schon so einen Stickmix vorbereitet zu Hause. Da sind zercrushte Boilies, die ich auch fische, drinne. Da sind viele Haferflocken mit drinne und da ist auch Kaffeeweißer mit drin. Kaffeeweißer dafür, der sorgt unter Wasser, wenn sich das auflöst, also das Milchpulver natürlich dafür, dass es schön getrübt wird, ne? Also sorgt quasi für Attraktivität am Platz. Es entstehen richtig schöne Wolken unter Wasser. Das habe ich hier auch noch viel mit reingemischt. Ansonsten, wie gesagt, ja, hauptsächlich zerkleinerte Boilies, richtig schön klein geschrotet, ne? Damit die Fische jetzt nicht zu große Bruchstücke vom Boilie finden und dann schnell satt werden, sondern dass es halt wirklich eher den Geschmackssinn anregt und die Fische auf den Platz aufmerksam macht und die dann noch aktiver suchen, um wirklich meinen Hakenköder dann am Ende zu finden. Ne? Das ist schon vorbereitet hier, da habe ich keine Lust, das am Wasser zu machen, jetzt Boilies mitzuschleppen, dann den Crusher, um das klein zu machen. Das bereite ich mir zu Hause vor. Hier so eine Büchse, die reicht auch. Also ne, das brauche ich nicht alles an einem Angeltag. Das kann man über Wochen und Monate nutzen. Dann habe ich noch ein kleines Büchschen hier mit Maden dabei. Das auch auf jeden Fall ein Tipp für den Winter oder fürs Frühjahr. Ja, Maden, schön aktiv, proteinreiche Köder, ne, die am Grund auch noch schön lange rumzappeln. Ist natürlich das Problem, wenn man jetzt viel Weißfisch im Wasser hat, sind die natürlich auch schnell weg. Aber ich baue trotzdem immer drauf. Ich benutze auch gerne mal noch Maden mit an meinem Hakenköder auf dem Madenclip am Boilie. Und als letzte Zutat kommt bei mir tatsächlich auch ein bisschen Mais noch mit rein. Habe ich hier einmal eine kleine Büchse Dosenmais, ne, ganz normal gezuckerter gelber Mais. Und dann habe ich hier jetzt noch welche, die ich eigentlich eher als Hakenköder beim Fiedern benutze, ne, mit Erdbeeraroma. Davon kommt echt nicht viel rein, weil das auch wieder eine Sache ist, die eigentlich schön satt macht, die Fische. Aber ein bisschen was, um auch nochmal einen farblichen Kontrast auf dem Boden zu haben, ne, als Attraktivität für die Fische. Davon nur sehr wenig. So, dann nehme ich mir jetzt erstmal mein Behältnis, mache wie gesagt ein paar Körner rein hier. Da muss echt von dem Mais nicht viel, 10 Körnchen vielleicht oder so rein. Hiervon auch nochmal einen kleinen Schwung. Bei den Maden muss ich nicht ganz so sparsam umgehen, ne? Da mache ich eigentlich immer sehr gern schön viel rein. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus hier in meiner Büchse. Jetzt kommt noch was hier von meinem Mix mit dazu. Dann einen kleinen Schuss Liquid drauf, dass sich das Ganze hier jetzt nochmal schön mit Flavor auflädt. Und ich habe hier neulich nochmal was gefunden. Gezuckerte Kondensmilch in der Tube. Auch sehr geil. Davon mache ich jetzt auch nochmal einen Schuss mit dran. Ist dasselbe Prinzip wie bei dem Kaffeeweißern. Und das Ganze, was ich jetzt hier habe, wird jetzt hier in meinem Schüsselchen ordentlich durchgematscht. Ne? Das ist jetzt natürlich ein sehr feuchter Mix, aber da braucht man keine Angst haben. Ne? Also jetzt hier mein
mal schön vollgesaut. Das Liquid und auch diese Kondensmilch, ne, das ist PVA-freundlich. Ne? Also da muss ich jetzt keine Angst haben, dass ich, wenn ich das in mein PVA reinfülle, dass das anfängt, sich aufzulösen. Nee, das ist wirklich so hergestellt, dass man das im PVA-Sack verwenden kann. Natürlich sollte man jetzt nicht zu viel rankippen. Und wie gesagt, die Maiskörner zum Beispiel sollten jetzt auch nicht zu feucht jetzt hier direkt noch mit einem Schwapp Wasser aus der Dose da reingelangen, sondern schön ruhig trocken sein. Ne? So, dann habe ich jetzt meinen PVA-Schlauch hier, ne, schön auf so einer Tube aufgefädelt, ein paar Meter. Ist schon alles soweit vorbereitet, dass ich es einfach nur befüllen muss. Und jetzt, wie gesagt, kommt es darauf an, nicht zu viel davon hier in den Schlauch rein zu befördern, dass ich am Ende einen Sack bekomme, der maximal irgendwie so 5 cm lang, am besten noch kleiner ist. Ne? Es soll wirklich nur am Hakenköder direkt ein kleines bisschen Futter liegen. Die Fische sind nicht aktiv, ne? Und durch diesen Flavor unter Wasser, durch diese Kondensmilch, die diese Rauchschwaden bildet unter Wasser. Dadurch soll die Attraktivität gelingen, dass auch Fische, die vielleicht noch ein bisschen entfernt von meinem Hakenköder sich befinden, darauf aufmerksam werden und ankommen und sich hoffentlich meinen Hakenköder dabei einsaugen. Auch gar nicht mal alles von dem, was ich jetzt angesetzt habe. Ne? Das ist jetzt sogar etwas mehr, als ich für eine Füllung hier wirklich brauche. Dann etwas zusammenstauchen und das Ganze zusammenknoten. So, zack. Und fertig ist mein kleiner PVA-Sack. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ne? Der ist jetzt wirklich hier winzig. Aber wie gesagt, führt auch dazu, dass wir die Fische an unserem Platz nicht satt füttern. Das ist meine Waffe jetzt hier für den Winter und auch fürs zeitige Frühjahr. Und wenn die Fische dann aktiver werden und ab wirklich warmen Wassertemperaturen mehr aufnehmen an Futter, kann man natürlich auch wieder mehr füttern. Ne? Aber PVA ist meiner Meinung nach die beste Methode, um wirklich kleine Mengen an Futter punktgenau an meinem Hakenköder zu füttern. Denn dieser Sack kommt bei mir ja jetzt direkt auf den Haken. Ne? Auf den Hakenschenkel hänge ich dieses Säckchen PVA ein. Und das lockt dann wirklich direkt an meinem Hakenköder. Das ist wirklich eine super Sache. Kann ich euch echt nur empfehlen, um in der kalten Jahreszeit und dann auch im Frühjahr, wenn es wieder anfängt, das Wasser wärmer zu werden, eure Fische zu fangen. So Leute, sieht das Ganze dann aus, wenn sich das PVA aufgelöst hat, ne? Also ein wirklich schöner, kleiner Futterplatz an eurem Hakenköder. Die Maden, na gut, die bewegen sich jetzt aufgrund der kalten Wassertemperaturen auch etwas weniger. Sieht schon echt sehr gut aus, oder? So, ich bin jetzt auch schon dabei, hier mein ganzes Zeug wieder einzupacken. Werde jetzt auch gleich die Ruten rausnehmen und heimfahren. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video jetzt hier ein bisschen was mitnehmen für eure eigene Angelei. Natürlich habt ihr im zweiten Teil jetzt auch gesehen, egal wie gut eure Präparation von eurem Futterplatz ist, von eurem Hakenköder, dass man natürlich auch in der kalten Jahreszeit Schneider nach Hause fahren kann, so wie ich heute jetzt. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Ne? Also ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat, ob ich doch die falschen Plätze gewählt habe oder ob die Fische einfach bei den Temperaturen jetzt doch zu inaktiv waren, um Futter aufzunehmen. Demnächst kommt die Jahreszeit, in der die Temperaturen wieder hochgehen. Da werde ich auch oft am Wasser sein, weil Frühjahrsangelei ist schon wirklich sehr geil. Von meiner Strategie her werde ich da jetzt erstmal dasselbe beibehalten. Ne? Wenig und dezent füttern durch PVA. Ihr könnt es auch mal probieren an euren Teichen, ob ihr damit vielleicht den einen oder anderen Fisch mehr fangen könnt. Weil wir können natürlich auch dadurch viel gezielter füttern, als wenn wir jetzt hier irgendwie mit der Futterrakete oder mit der Zwille oder wie auch immer noch nachfüttern. Ihr habt auch nochmal im Wasser schön sehen können, wie das Ganze dann wirklich in real aussieht. Natürlich, mein Hakenköder lag jetzt da nicht dabei. Ich habe jetzt nur dieses PVA-Säckchen mal zu Schauzwecken euch mal hier im Wasser drapiert und ihr konntet das hoffentlich mal schön sehen. Wie gesagt, ich packe jetzt mein Zeug alles ein und fahre wieder nach Hause. Wir sehen uns im nächsten Video von Hals, Maul, da beißt noch was. Bis dahin, Leute, geht raus, fangt Fische. Ciao.